Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute niemanden mit dabei. Hä, ich bin doch da, Joey. Marvin! Aber jetzt fehlt irgendwie noch so ein Schwarzer hier, oder? Hallo! Dylan! Wow! Jetzt können wir ja mega das coole Video zusammendrehen. Yay! Ich habe heute zwei ganz besondere Special Guests mitgebracht. Und zwar ist es zu meiner Rechten Marvin McNiff. Oh, scheiße, ey. Das war hässlich. Marvin Magnificent. Hallo. Und Dylan White zu meiner Linken. Wir werden heute was richtig Cooles machen. Und zwar habe ich mir letztens überlegt, was ich als Kind total krass fand und unbedingt haben wollte, aber meine Eltern mir nie gekauft haben, weil es zu teuer war oder sie gesagt haben, boah, es ist voll der Scheiß. Leute, ich bin inzwischen in der Position, dass ich es mir selber kaufen kann. Money. Und deswegen werden wir drei das heute testen und gucken, ob es wirklich so geil ist, wie wir immer dachten. Denn ihr wolltet das bestimmt auch unbedingt haben. Ja, alles, was du wolltest, wollte ich natürlich auch. Wir haben haufenweise Spielzeug und anderes crazy Zeug aus unserer Kindheit besorgt. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns das große Testspektakel endlich starten. Woo! Marvin wird jetzt die erste Sache ziehen. Amazing Swirly Twirly Stick. Okay, das Ganze nennt sich? Amazing Swirly Twirly Stick. Ich hab's nicht verstanden. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab keine Ahnung, was das aber Marvin meinte so, wir müssen das mitnehmen. Hallo, das ist holographic, als wenn ich das nicht mitnehmen wollen würde. Was hast du dafür bezahlt? Oh, ich glaube, ich habe dafür 5 Euro bezahlt. Nein! Oh, was? Was ist komplett zerstört? Was hast du getan? Das war Gewalt. Oh nein, Marvin. Hätte ich jetzt mal gucken können, was damit passiert? Guck mal, ich hab Zeit. Oha. Bevor es wieder kaputt geht, lass gucken, was es kann. Nichts. Das kann halt einfach hüpfen, oder was? Ja, so twirl. Oh. Guck mal, ich hab das entdiedelt-dudelt da. Oh, jetzt sieht's echt cool aus. Bitte nicht wieder entdiedeln. Aber guck mal, wenn man es so dreht, sieht's aus wie eine Seifenblase, oder? Das ist voll schön. Oh. Langsam wird das Diedel-Dudel echt zum Highlight des Videos. Wow. Das ist wie so eine Blüte, die auf uns zugeht. Ja. Wie viele Diedel-Düdels bekommt das Diedel-Düdel von uns? Also ich sag 7 Diedel-Düdels. 7? Ja. Ja, ich auch. Ja, dann mache ich halt 9. Dylan, du bist dran. Nimm das glitschige Dylan. Es ist das coolste Ding, was es in den 90er Jahren zum Spielen gab. Das ist diese berühmte Flutschwurst. Ich habe letztens Emmy gefragt, wie heißt sie, und Emmy hat sofort gesagt Flutschwurst. Es gibt auch Taschen. Oder heißt das? Ja, genau das. Ja, es sieht aus, als könnte man sich damit selbst befriedigen. Sicher, dass das nicht dafür da ist? Das ist für Kinder. Das spielen wir wirklich mit so einer Travel. Das wäre so lustig. Aber Leute, guck mal, was man damit machen kann. Man hält das so in die Hand und dann flutscht das so hin und her. Das ist ja super. Kann man damit nicht andere Dinge machen, irgendwas, was nicht so sexuell aussieht? Was soll man auch sonst damit dann machen? Ja, nein, du spielst so damit, guck mal, du kannst das so hin und her flutschen und das macht Spaß, weil das ist so ein cooler Effekt. Hm. Ja, okay, es sieht alles falsch aus, was man damit machen kann, aber ist doch egal. Ich mag Flutschwürste. Aber Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oh, meine Beine. Oh! My life. Vierfacher Beinbruch einfach direkt. Okay, es wird Zeit, dass ich mein Spielzeug suche. Und ich hoffe, ihr findet das genauso cool wie ich, weil ich finde es extrem cool. Kennt ihr noch diese Play-Doh-Küchendinger? Oh mein Gott. Oh, das hier ist so ein Nudelmacher und ich wollte den immer haben. Und meine Eltern immer so, nee, das ist scheiße und das darfst du nicht haben. Aber Leute, bevor wir es aufmachen, ich habe eine Überraschung für euch. Wir machen keine Knetnudeln, sondern wir machen mit diesem Ding richtige Nudeln, die wir dann später essen werden. Play-Doh-Knete hat richtig eklig immer gerochen. Riechst du nach Kakerlaken? Ja, riech mal. Aber irgendwie dachte man sich so, sollte ich vielleicht einfach mal probieren? Vielleicht schmeckt's ja. Den hat jetzt schon keinen Bock mehr. Nein, meine Beine sterben nur gerade ab. Stell dich mal nicht so an, mein ganzes Bein ist gebrochen. Ja, also bitte. Wir werden jetzt den Teig zubereiten und dafür brauchen wir natürlich unseren Mixer. Und wie heißt der? Das ist was Längeres. Wow! Dieser Mixer heißt Mangold. Grieß, Mehl und Ei mit den Knethaken handgerührtes streuselartigen Krümeln verrühren. Habt ihr verstanden? Ja, oder? Okay, 125 Gramm Mehl. Emmy zeigt uns jetzt, wie es geht. Emmy? Na, Mehl reinschütten. Okay. Nein, jetzt hast du das Mehl verkippt. Oh, na ein Glück, Marvin. Ich so fast den zweiten Fuß gebrochen, aber Hauptsache erstmal nach Mehl gucken. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Körperkontakt am Start bei diesem Videodreh. Dann brauchst du später die Flutschwurst. So sieht Grieß aus. Aber schmeckt lecker. Naja, lecker ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mmh, oh, richtig guter Snack. Das war ein bisschen zu stark. Level anstellen, auf die Plätze. Nach der Ruhezeit den Teig in kleinen Portionen durch die Nudelmaschine geben. Also ich bin noch gar nicht jetzt vorbereitet darauf, dass wir das wirklich in die Nudelmaschine geben. Ich war auch nicht darauf vorbereitet, dass mein Bein bricht bei deinem Video. Ich wollte bunte Nudeln machen. Aber dann werden deine Hände halt bunt. Ach meine, bin ich jetzt komplett der Nudel mit, oder was? Ja. Ist okay, ihr habt Spaß mit eurer Flutschwurst und ich muss Nudeln machen hier auf dem Kanal einfach.
Emmy, dein sieht so widerlich aus. Jetzt sieht's aus wie ein Organ, was rausgerissen wurde und dann drei Wochen vor sich her gegammelt ist. Also, ich stell das Ding drunter. Oh doch, es geht. Ja. Oha, und die wird oh, so voll, voll schön. Voll ombre. Aber es sieht halt echt aus wie so ein fabulous Kothaufen. Ja. Und die wollen wir jetzt so kochen. Ja, macht doch Sinn, ne? Okay, wir drehen das ganze Ding jetzt auf Max, denn er steht dafür mit seinem Namen. Ah! Ah, ich hab mich voll verbrannt an Max. Soll ich mal schnell Wasser drauf machen? Hier bitte drüber, dann kommt über der Herdplatte. Cooler Effekt. Das war nur Spaß! Wie wär's, wenn du das Wasser auch da drauf machen würdest? Ja, mach ich ja. Siehst du's nicht? Bist du blöd? Kannst du nicht gucken, Dylan? Oh, es kocht, es kocht! Wir können unsere Nudeln jetzt reinschmeißen. Doch, das kocht! Ich mache jetzt diese Spaghetti hier rein. Ich mache jetzt diesen Bacon Strip hier rein. Ich mache jetzt diese Cannelloni hier rein. Das sieht halt einfach nur aus wie ein Stück vergammeltes Fleisch. Das ist mein Bacon Strip und du hast deine Gefühle verletzt. In viel und kräftig gesalzenem Wasser, je nach Dicke, ca. 2 bis 3 Minuten kochen. 2 bis 3 Minuten? Das kocht schon seit einer Viertelstunde. Ich würde sagen, ist fertig. Ja. Wir haben unsere Nudeln abgeschreckt, die sind jetzt fertig. Ah, die sehen aus wie so gekochte Organe, oder? Ich weiß jetzt in die Galaxy-Nudel rein, okay? Auf die Plätze, fertig, los! Das ist die ekligste Nudel, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich finde, wir sollten zum nächsten Spielzeug kommen, oder? Ja, und die darf wieder Marvin ziehen. Und ich werde nicht sagen, was du ziehen darfst. Deswegen, du hast eigentlich keine Wahl. Du darfst ja einfach das hier ziehen. Oh mein Gott, es ist so groß. Es riecht sehr heliummäßig. Wir werden jetzt, wie jedes Kind das gerne machen wollte, Helium einatmen. Freut ihr euch schon? Ich weiß gar nicht, ob ich das früher machen wollte. Ich hatte bestimmt Angst davor. Aber ja, ich freue mich so. Okay, wir machen jetzt einfach die Luftballons voll. Los geht's. Wir schrauben das jetzt auf und dann machen wir so... Sie oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wie hast du das gemacht? Oh mein Gott! Das war der rosane! Oh, Scheiße! Oh, jetzt muss ich eine hässliche Farbe nehmen. Super! Guck mal, wie hässlich die Art. Das geht halt auch viel zu schnell, du hast den zu sehr aufgedreht. Du hast, ich hab alles gemacht und es war okay. Und du so, wieso? Wow, richtiger Nervenkitzel. Wow, geht da noch was? Kann man da noch was rausholen? Oh Gott, das ist ein bisschen knapp. Hallo, mein Name ist Josef. Oh mein Gott, ist das cool. Nicht, lach doch mal. Ah. Funktioniert das überhaupt bei mir? Du musst mehr nehmen. Ich glaube, man muss aber die ganze Raupe auf einmal einatmen. Das kann natürlich sein. Das sieht halt echt aus wie ein Dick. Oh mein Gott. Wow, oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Boah, ich muss gerade erstmal klarkommen. Mann, Dylan, chill doch mal. Boah, jetzt geht's ab. I will always love you. Ich hab noch nie so einen Ton getroffen in meinem ganzen Leben. I believe I can fly. Ja, das muss jetzt ja eigentlich funktionieren. Ja! Okay, oh mein Gott, folge mir auf Instagram. Jetzt reicht langsam. Wie viele Punkte geben wir dem Ding? Helium? Ja. Kriegt von mir 5 von 10 Punkten. 2,1, weil ich es nicht gecheckt habe. Aber ich gebe dem Ganzen eine 8. Leute, übrigens, macht es nicht zu Hause nach. Man sollte das eigentlich wirklich nur in Luftballons machen, damit die hochfliegen. Aber wenn ihr halt blöd seid wie wir, dann macht ihr es halt auch anders. Ich meine Benjamin Blümchen trag. Ja. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Wie bist du da jetzt drauf gekommen, ey? Wenn Benjamin Blümchentorte das Allergeilste auf dieser Welt ist. Wer keine Benjamin Blümchentorte zu seinem Geburtstag hatte in der Kindheit, der hat sowas von verpasst. Der tut mir richtig leid. Ist noch nicht mal Hate. Aber I'm sorry for you. Ich habe eine Benjamin Blümchentorte. Das wollte ich immer haben als Kind und ich habe es nie zum Geburtstag bekommen. Ja, du hast es nie bekommen. Ja. Ich habe noch nie gegessen. Du hast das noch nie gegessen? Ich habe noch nie Tortengeil gefunden, deswegen hat mir nie eine gewünscht. Die haben dann auch immer diese Streusel so in der Werbung so drüber geschmissen. Ich dachte, boah, ich will die Streusel. Ne? Satisfying AF. Es gibt Abendessen. Geil. Hey, seid ihr ready? Ich bin ready. Okay, auf. Au. Ah. Auf die Plätze. Fertig. Los. Boah, warum wollte ich sowas nie? Also die Torte ist bis jetzt das Geilste, was wir gemacht haben heute. Wir haben gleich die ganze Torte zu dritt gegessen. Ja, ich esse immer alleine. Soll ich ziehen? Zieh mal. Oh, was ist das? Oh, ich hab dich voll vergessen. Wir wollten vorhin einfach noch ein bisschen so gucken, ob es noch was Schönes gibt. Und machen so, das müssen wir mitnehmen. Es ist ein fliegendes Einhorn. Das ist wirklich cool. Man steuert das so mit Händen und so. Ja, das ist schon cool. Ich will es unbedingt ausprobieren. Los geht's. Ja, richtig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt? Oh mein Gott, ist das schön! Anleitung. Wie nennen wir sie? Stute Stute nennen wir sie. Ren! Ich schwöre, ich verliere heute alle. Weißt du eigentlich, als du gerade weg warst, ist dein Handy in mein Gesicht gefallen, auf meine Fresse. Das war so, you know.
Das ist schon verdammt cool. Voll geil. Oh, ihr wolltet das nicht haben, Alter. Nein! Boah, Alter, das kannst du richtig als Ventilator benutzen, ne? Und so mal so. Das ist so richtig fühlen. Und wenn ich mal ankomme, kann ich auch mal du so. Oh. Jetzt die gute Stute zerstört. Oh, Marvin, was war das denn für ein Move? Und sie ist richtig, mit Jack kannst du alles machen, können wir da morgen nochmal hinfahren, ich will für mich zu Hause ab. Ich hol mir so eine Kolonie. Boah, das ist so... Also wenn das nicht das beste Spielzeug ist. Wo denn die Pflanze? Wollen wir mal gucken, ob man damit auch die Blätter zerstören kann? Du so, okay. Okay Leute, wir haben hier eine Pflanze, wir probieren, dass die Blätter kaputt gehen. Wow! Es geht echt! Du kannst so eine richtig coole Frisur damit machen. Boah, wir machen jetzt so ein richtiges Gärtner-Video damit. Geil, guck mal, so kann man das trimmen. Ich kann nicht mehr, das riecht mein Leid. Vor allem, sie riecht misshandelt aus, einfach nur. Nein, das ist schön. Und wenn du keinen Bock mehr hast, fliegt deine Schere einfach weg. Ich hoffe, das smooth ab. Bekommt der Baum jetzt auch einen Namen, weil er im Video war? Gertrud. Ich schwöre, ich habe gerade wirklich an Gertrud gedacht. Wirklich? Wirklich. Weil Gertrud läuft. Wir kommen zum nächsten Spielzeug und das wird der gute alte Dylan ziehen. Ich weiß, das fliegende Einhorn war schon sehr cool. Aber das ist mindestens genauso cool vielleicht, eventuell aber auch nicht. Ganz genau. So, hallo, das ist eine Heuschrecke. Hallo, das ist voll cool, das ist eine Riesenheuschrecke und die ist aus Gummi und die ist stretchy AF. Guck doch mal, wie groß... Nein, und nicht kaputt machen! Die ist stretchy AF! Die ist einfach eine riesige Heuschrecke, eine riesengroße... Die Gymnastik-Heuschrecke! Ja, aber guck mal, sie ist echt mega flexibel. Ja, jetzt still doch mal! Bevor sie stirbt, brauchst du den Namen. Antje. Ich hab da gleich genau die richtige Person im Kopf aus der Schulseite. Ja, Antje. Nur Antje am Kopf hier. Warum muss ich sie töten? Antje. Siehst du, wie das Licht ist? Ja, als wären da Eier drin, ne? Was ist das denn? Wollen wir das jetzt wirklich totziehen? Oh mein Gott, das arme Vieh. Guck mal dieses Bein hier noch so an. Das ist das Einzige, was noch normal daran aussieht. Also, guck mal, wie lang das geht. Hä, richtig die Geile. Oha, sie ist schon voll gerissen, ne? Ich glaub, sie reißt. Oh, zeig her. Pass auf, ich nehme jetzt den Kopf und du nimmst den Arsch. Aber warte, ich gehe jetzt auf die Seite von Marvin. Ich bin schon genau am Rand hier. Du nimmst den Arsch. Ich geh schon mal rüber. Okay, wir ziehen jetzt einfach so lang, wie es... Mann, Leute! Boah, ja, die... Ich hab schon gleich die Eier ins Gesicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Kopf flutscht, der Kopf flutscht. Antje ist zu stark. Ich hab hier einen Oberschenkel in der Hand. Aber die Eier wollen nicht rauskommen. Oh mein Gott, das hast du getan! Ich hab sie ins Gesicht bekommen. Hey, guck mal, wir haben hier so eine richtige Eierplantage. Als nächstes kommt etwas ganz Besonderes und ich hoffe, ihr mögt es genauso sehr wie ich, denn ich dachte mir so, oh mein Gott, das brauche ich. Denn ich habe damit wirklich nicht mehr gespielt, seit ich so 5 bin oder so. Denn es ist, Trommelwirbel, ein Hüpfsack von Frozen! Oh mein Gott, echt? Ja, es ist ein Hüpfsack, so ein richtiger. Und ich habe extra den teuren von Frozen genommen, weil ich wollte Frozen. Wollen wir das jetzt draußen kurz aufpumpen? Ja. Leute, wir sind zurück! Und das hier ist unser Ball und wir haben es wirklich geschafft, ihn aufzupumpen! Yay! Yeah. Wir werden jetzt einfach ganz kurz drauf hüpfen, werden merken, dass es scheiße ist und dann werden wir damit das Video beenden, ne? Sehr gut. Okay, jeder hüpft jetzt einmal durchs Bild, okay? Also willst du zuerst hüpfen? Ja, das funktioniert irgendwie nicht, aber wuuuuh! Direkt Helium. So, Marvin hüpft natürlich direkt ins Helium rein. Das ist eigentlich schon ganz geil. Aber es macht echt Spaß. Sieht das bei dir so viel besser aus als bei mir? Hast du geguckt, wie es bei dir aussieht? Au! Au! Ah, ich bin mit dem Fuß auf diese Ravioli getreten. Ich habe ein bisschen knacken gehört. Ich war ein bisschen überfordert. Leute, die beiden sind gerade komplett am Abkacken. Wir drehen schon seit über 4 Stunden dieses Video. Fast sogar 5 jetzt schon, ne? Es ist fast um 10 Uhr nachts. Wir sind fertig mit unseren Nerven, aber ich glaube, dieses Video war ein voller Erfolg. Fast alle Dinge, die wir ausgetestet haben, waren geil, oder? Ja, wirklich, was war nicht geil? Falls ihr denkt, es wäre jetzt schon vorbei, habt ihr falsch gedacht, denn wir haben auch noch ein anderes Video gedreht, und zwar für Marvins Kanal. Was haben wir denn gemacht, Marvin? Schissene Scheiße, wie immer, aber... Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vergesst nicht, Marvins Kanal zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr von ihm sehen wollt. Vergesst nicht, Dylan zu abonnieren. Ihr findet alle Links unten in der Beschreibung. Und ja, damit ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!